verantwortlich wären für bestimmt unsere Bürgermeister von Türken und Deutschen geredet. Ich denke, die sollten auch für die Zwischenebene reden, von vielen, vielen türkischstämmigen Deutschen, die sich hier einbringen, die hier sich identifizieren können mit dieser Gesellschaft und die dementsprechend auch ihre Herkunftsland viel besser vertreten können, wenn sie in der Gesellschaft angekommen sind und sich hier viel mehr einbringen kann. Oder die Zuwanderer nach Amerika sind nach 3 bis 4 Jahren in der Lage, ohne weiteres von sich behaupten zu können, dass sie Amerikaner sind. Wir können es leider fast nach 50 Jahren immer noch nicht von uns sagen, dass wir Deutsche sind. Viele Migranten und Migrantinnen fragen, warum macht ihr das eigentlich? Wollt ihr die Zugehörigkeit zu uns doch ein bisschen auf Distanz haben? Und da kann ich nur sagen, ich glaube, eine der Übererklärungen ist, wir sind wirklich in einem Lernprozess. Wir wollen euch eine Heimat geben. Ob das nun im Sport ist oder ob ich dieses Projekt Casablanca nehme, Sprachstube Deutsch. Schön, dass ihr hier seid. Da findet sich das, was das Beste an der Reformpädagogik war. Größere Kinder helfen kleineren Kindern. Und das geht viel schneller, als manche Unterrichtsstunde es vermag, die Sprache zu lernen. Und da passiert mehr als nur die Sprache zu lernen. Die Erfahrung, Zugehörigkeit, wechselseitiges Lernen voneinander, wechselseitige Hilfe. Und diese Mentorenidee, die beginnt so allmählich bundesweit Platz zu greifen. Und ich möchte Ihnen auch sagen, in Berlin wird gestritten um die Gemeinschaftsschule, um länger gemeinsam lernen. Ist das nicht ein idiotischer Streit? Damit schneidet ihn am besten in allen internationalen Vergleichen die Grundschulen an. Auch die heute Abend auszuzeichnende Europagrundschule zeigt es. Komisch. Da sind Kinder verschiedenster sozialer Herkunft beieinander. Warum spielt das in der Grundschule nicht solch eine ausschlaggebende Rolle wie im Sekundarschulwesen? Lasst es uns doch versuchen. Wir Menschen sind in der Lage, Missstände zu verhindern. Vorteile der Kinder aus binationalen Ehen, die sind eklatant. Aber wir Deutschen haben lange angenommen, das Gehirn kommt völlig durcheinander, wenn ein Kind sehr früh 2 Sprachen lernt. Es kommt durcheinander, wenn es keine richtig lernt, aber nicht, wenn es 2 und mehrsprachig aufwächst. Also fördern wir das. Die Einsprachigkeit war hoch en vogue, in Mode, wird langsam relativiert und die Mehrsprachigkeit gewinnt an Bedeutung. Bürgerschaft, dazu gehören Rechte und Pflichten. Da hat Deutschland noch einen langen Weg vor sich, aber vielleicht lernen wir von ein paar Mitgliedsländern aus der Europäischen Kommission, wo das kommunale Wahlrecht längst eine Selbstverständlichkeit ist und nicht mit Loyalitätskonflikten oder vielleicht auch einer weiterwirkenden Blut- und Bodentheorie. Ich bin Deutscher, weil ich deutscher Abstand bin. Das Denken gehört der Vergangenheit an. Andersgeschlecht, Gleichgeschlechtlichkeit und ihre unterschiedlichen Neigungen sind keine Krankheit. Und deswegen ist es wichtig, auch wenn wir Schwierigkeiten damit haben, endlich jene Offenheit und jenen Respekt, den diese Gruppe auch in ihren Respekt-Games praktiziert hat, ernst zu nehmen. Und deswegen bedarf es oft des seriösen Nachdenkens und der Offenheit, um Menschen nicht auszugrenzen. Herr Obama hat 150 Unternehmer aus der islamischen Welt eingeladen, um die eventuell vorhandenen Vorbehalte
der islamischen Welt Amerika gegenüber ein bisschen aufzuklären und abzubauen. Und da sehe ich mich in dieser Situation als ein Unternehmer, der muslimische Glauben hat und in dieser Hinsicht mal Obama gegenüber gewisse Wünsche, Forderungen vorstellen kann, um die Welt ein bisschen friedlicher zu gestalten. Das ist einer meiner Ziele. Und ich denke schon, dass wir in dieser Hinsicht aus unserer Sicht, aus unserer Erfahrung einiges berichten können. Musik.